Ah, da sind wir wieder. Oh nein, es ist jetzt ein neuer Stream. Ach, fuck ey. Mein Internet war gerade kurz weg. Irgendwas hat den jetzt gerade getötet. Ich glaube, die Boda ist kaputt gegangen. Spring immer weg. Gute Nacht, Headshot. Schlaf schön. Mann, eh. Ist doch nur noch 17 Leute davon. 100. Ja, Tester. Hallo, Boogie. Ja. Hm. Hallo Rika. Rico. Rika. Ja, aber... Also ich werde jetzt nicht nochmal 4 Stunden streamen. Ach Mann, ey. Ach, irgendwie ist alles verflucht im Moment. So, mal gucken, wo wir noch einen Bären haben. Diese Falle ist nämlich eine gute Idee. Für die ob man Mais. Nee, es geht nicht nur um eine Stunde oder um 10 Minuten oder so. Vor allem die 10-Minuten-Videos haben auf jeden Fall eine viel, viel bessere Watchtime als so ein Stream. Generell als mein Kanal. Mein Kanal hat halt keine gute Watchtime wegen den Streams. Das ist halt so. Also als Streamer hast du halt keine gute Watchtime, weil viele Leute dann irgendwann wegschalten oder halt nur mal kurz reinschauen und sowas. Und, deswegen haben die, die nur ein 10-Minuten-Video haben, auf jeden Fall einen Vorteil gegenüber den Streamern auf YouTube. Weil das dann halt, ne, öfter und mehr geschaut wird. Ja, aber bei mir, also mein Erfahrungswert ist halt, ein Stream, der bei mir nur eine Stunde geht, der geht halt super unter. Also der wird, sehr, sehr schlecht geklickt und halt auch sehr, sehr, also gar nicht verteilt. So, und ja.
Und vielleicht wollte ich ja auch keine Stunde mehr machen. Aber ich suche jetzt hier noch einen Bär. Nee, The Core. Also morgen kommt ein Video, aber ein Video, was ich schon länger machen wollte. Aber das habe ich auch eine Zeit lang gemacht und da sind die Videos mega untergegangen. Für Krühe braucht man Rushes. Was sind denn Rushes? Rushes. Ich suche auch gerade einen neuen Bären. Ah, ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie ich dieses Jahr angehen soll, aber wir kriegen das hin. Es wäre halt schön, wenn einfach mal was funktionieren würde. Das ist halt wieder das, was mich dann so wieder so... Oh. Alexander, Ausrufezeichen PC. Bist du jetzt wieder fit? Okay. Hallo, Bär. Vielleicht ist das sowas wie Heu. Vielleicht muss man dann Heu trocknen oder so. Okay, vielleicht kann das sein, dass das von... Kameline, du blühst auf. Okay, wartet mal. Wir können ja jetzt. Ja, sowas können wir ja jetzt machen, ne? Dann können wir das hier ja abreißen. Mal kurz die Sachen ablegen, wobei das reicht doch schon, ne? Ja, und, ach, nee, reicht doch noch, reicht nicht. Okay, mal gucken, ob wir es dahin schaffen. Ah. Ist halt schwierig,
dass auf YouTube Streamer so bewertet werden wie VODs, also ne, Videos on Demand, weil das ja nicht das gleiche ist. Deswegen hoffe ich, dass da noch irgendwie was geändert wird. Aber erstmal müssen sie sich ja mit Artikel 13 beschäftigen. Ach, nee, das bräuchte ich eigentlich wahrscheinlich, aber ich weiß es nicht. Ich tue hier mal die Bolas rein. Eine behalte ich. Oh, eine Lila-Karte. Auch nicht schlecht. So, was brauchen wir dafür? Thatch, Stein und Fisch. Oh, die wird richtig heftig. Wir haben noch nicht mal blau geschafft. Ist lila besser als blau? Wenn ja, dann Prost Mahlzeit. Was machen wir? Stellen wir ein Boot mit dran? Mit Kanonen dran. Ja, vielleicht. Vielleicht. Ah, ich hoffe bis dahin. Ich hoffe bis zum nächsten Stream. Spätestens. Ich hoffe, es wird vorher sein. Kriegen wir neue Cluster dazu? Ja, doch, es wird sich schon was ändern, The Core. Also YouTube hat sich da ja schon auch mit den Creators und sowas getroffen. Und es wird so sein, dass nur noch komplett eigener Content, also wenn der halt so durchgesetzt wird, wie es jetzt aussieht, nur komplett eigener Content dann halt nur noch geltend gemacht wird und anderer Content wird halt geblockt. Das heißt, so Let's Play ist halt da beispielsweise nicht mehr drin. Das heißt, das meiste, was man dann sehen wird, ist so eine Bibi beispielsweise, die ihren eigenen Scheiß in die Kamera hält. Und sowas. Also so auf die leichte Schulter würde ich es nicht nehmen. Dankeschön, Tester. Bären sind selten, ja. Man denn hierfür? Oh Gott. Chili. Fish and Chips. Braucht man hierfür? Berry und Water.
Hier sind ganz viele Sachen, die ich gar nicht habe. Was kann man noch bauen? So ein Mortar-Ding. Kann man nichts mehr bauen, ne? Canvas. Ah, hier. Ah, wir können so ein Shipyard noch bauen. Ja, aber das kriegen wir noch hin, Lukas. Das klingt wie so eine Trompete. Was gibt's denn Feines? Mit der Wildsau aufgegeben. Ja, wir haben ja kein Mais. Nudelauflauf ist das. Also ich würde sagen. Also einfach ist es nicht zu streamen, weil du kannst dich halt nicht nur auf das Spiel konzentrieren, sondern du musst dich auf zwei Sachen konzentrieren. Mindestens. Du musst dich auch noch, also du musst dich nicht nur dann auf den Chat konzentrieren, sondern aufs Spiel, auf den Chat und darauf, dass alles läuft. Dann habe ich hier noch andere Sachen offen. TP habe ich hier offen, Discord und alles. Und und dann musst du halt auch unterhaltsam sein. Also einfach nur da rumsitzen und nichts sagen. Das tue ich manchmal auch. Das ist auch völlig normal. Aber ein bisschen reden muss man schon. Hallo, Aim of the Shotgun. Twitch wird ja das gleiche Problem haben, Hardover meint. Also es wird ja, also Twitch wird das gleiche Problem haben, Facebook, Twitter, Instagram, alle werden das gleiche Problem haben in Deutschland. Es ist ja nicht so, dass YouTube nur das Problem haben wird. Dankeschön, Wilma. Also nicht nur für Plattformen gilt der, nicht nur Social Media, sondern für jede einzelne Website in Deutschland. Gilt das dann? Also für alles im Internet. Alles. Quasi als ob dir so ein Filter vor den Mund gelegt wird. Das heißt, jeder, der was postet, jetzt beispielsweise auf Twitter, das müsste dann erstmal gecheckt werden, was steht da drin und so. Ja. So. Ach genau, was ich machen wollte, ist. Hier so eine Fiber brauchen wir dafür. Jetzt setzen wir mal auf das auf die Nessa. Hört sich voll komisch an. Guck mal. Wurde schon ein bisschen gebaut. Da könnte jetzt auch noch einer hin. Oh, wartet mal. Oh nein, so ein Alpha-Monkey, schon wieder.
Hallo Tim. Nee. Also eingestellt nicht. Hab mich von den Kackgeschossen erwischen lassen. Dann packen wir da mal Betten drauf und so. Ich glaube, da war ein Hai. Ich hab's doch gehört. Oh, guck mal, hier müssten wir auch noch so einen Steg hinmachen oder so. Hier von da nach da hinten. Damit das so verbunden ist. Ist ja wie so ein Hafen. Das wäre cool. Das hier. Das möchte ich haben. Und das kann ich auch bauen, ne? Ein Grappling-Hook. Probieren wir gleich mal aus. Was ist das eigentlich? Was ist das? Ach, Gunpowder. Offhand. Handcuffs? Electric. Was ist das denn? Training Dummy. Okay. Okay. Das? Wood Wall Hook. Da. Macht man damit was? Feeding Trog. Was ist das? Was ist denn ein Boy? Was ist das? Eine Boje! Das ist eine Boje! Was ist hier der Unterschied? Scissors und Scissors. Hier. Mit 0,1. Ich weiß zwar nicht, was der Unterschied ist, aber so. Und jetzt packen wir die mal hier hin. Was ist da oben los? Haben wir da drunter eine Glatze? Okay. Gut. Akzeptiere ich jetzt mal. So, warte mal. Offhand. Der Grappling Hook?
Hol ich tatsächlich das wieder rein. Ah, okay. Okay, Moment. Jetzt bin ich tot. Auch nicht. Schon wieder von dem Alpha Monkey. Ach man. Ach man. Irgendwie. Nee, da wird's auch nichts. Ich bin noch nicht überzeugt. Doch, der ist ganz schön cool. Ich wollte den Grappling-Hook einfach mal ausprobieren. Und ich weiß ja nicht, vielleicht gibt's da oben drin was. Ja klar. Grappling Hook, jetzt weiß ich halt nicht mehr, wo der war. Ein Bucket, das kann ich auch machen. Electric. Ja, Weapons, glaube ich. Yes. Believe? Nee. Ah, da. Oh, ich brauche Fiber. Ich mache euch beiden ein. Hier ist noch eine Schere. There you go. Migräne ist super, super schlimm. Man kann da einfach gar nichts machen. Man kann nur zusehen und leiden.
Oh, sorry. Entschuldigung. Entschuldigung. Eigentlich habe ich mich entmutet, aber ich habe, glaube ich, zweimal drauf gedrückt. I'm sorry. Ich habe gerade gesagt, was mache ich damit? Und, also mit diesem komischen Ding. Und dann habe ich überlegt, da möchte ich eine Kapitänskajüte haben. Und ob das geht. Hanging loose. Ja, okay. Sie referiert gerade über Migräne. Es gibt einen Alert, tatsächlich. Meint ihr, die kommen da dran? Können wir die jetzt hier wandern lassen eigentlich? Wartet mal. Würden die dann hier rausgehen? Hä, wie bist du jetzt da rausgekommen? Ja, ihr kommt hier raus, ne? Das ist nicht so gut. Aber wenn ihr wandert, dann macht ihr Liebe anscheinend, ne? Okay. Was bedeutet das jetzt für ein Zeichen? Dankeschön, Pascale. Vielen, vielen Dank für deine Spende. Dankeschön für deine Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Daisy. Okay, ich lasse euch mal auf nicht mehr wandern. Nein.
Ja, habe ich gerade noch erwischt. Okay, ich glaube, ich muss das hier umbauen. Ich muss das hier... Komm schon. Hallo. Gefangen zwischen Hühnern. Und zwar, was muss ich bauen? Oh. Hä? Warum ist... Was ist das hier? Ah! Oh, ich hab was kaputt gemacht. I'm sorry. Bau das wieder auf. Moment. Ich weiß zwar gerade nicht mehr, wo das war, aber ich krieg das bestimmt wieder hin. Wo war das denn jetzt nochmal? Warte, erstmal mache ich das hier. Pack mal das alles hier rein. So. 8. So. Und dann. Nee. Machen wir noch auf der anderen Seite und dann müsste es jetzt funktionieren. Gute Nacht, Wilma. Schlaf schön. Warum man es los hat, aber meint. Hallo Manuel. Ja, das steht im Titel. Brauchen wir noch Thatch. Und dann sind wir ausgestattet. Ah, jetzt fehlt hier schon wieder Thatch und Eimer. Nee, nicht Thatch, sondern Holz, oder? Hat nicht Holz gefehlt? Ansonsten nehmen wir noch ein bisschen Fiber mit. Und dann machen wir nochmal hier das. Und dann können wir die auf Wandern stellen. Und das sah so aus, als ob die sich dann dabei paaren würden. Wenn die auf Wanderschaft gehen.
Oh, jetzt haben wir zwei davon gebaut. Naja, nicht schlimm. Ah, da, ah, da war es gerade. Gott. Da. Boah. Das war eine Geburt. Brauchen die eigentlich Wasser? Weiß halt nicht, was das... Ah, es juckt. Das heißt aber, dass wenn wir die hier auf Wandering stellen, dass die auch... Ach, die wollen zum Futtertrog. Noch einen Affenstall. Ich bin der König im Affenstall. Ein richtiger Klettermax. Heißen die roten Herzen denen geht's gut, oder? Ich weiß es nicht, was das bedeutet. Aber ich glaube, denen geht's gut. So, jetzt bräuchten wir eigentlich noch einen Affenstall, ne? Bierbär. Ist Bierbär da? Dass sie gepaart sind? Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es Babyhühner demnächst. Henriette hat das schönste Fell irgendwie. So, wisst ihr was? Wir müssen uns jetzt mal einen Papagei zähmen. Es ist soweit. Ja. Weißt du noch nicht, was der frisst? Aber ich möchte jetzt einen Papagei. Weiß jemand von euch so, was er frisst? Und Papagei? Wo ist denn mein Bogen? Ach ja.
Find 5 maize and cook it to create hardtack. Was ist denn Hardtack? Was ist Hardtack? Nüsse. Nüsse haben wir hier nicht. Oh, show me do. As I can be do. Also hier auf der Insel haben wir keine Nüsse. Möchte gehen wie du, still wie du. Was ist das hier eigentlich? Fiber? Nee, das ist kein Fiber. Warte. Weg mit dir. Wild Beans. Okay. Wenigstens haben wir heute ein paar Schatzsachen und sowas gemacht. Hardcakes, Zwieback. Ernst? Müssen wir Zwieback machen? Oh, guck mal. Da hinten sind Löcher im Stein. Also ich meine auch, dass Papageien alles fressen. Also viel. Ich kann ihm ja auch Hühnchen anbieten. Hab dich erwischt. Oh ja, jetzt die Bruder. Ach, der ist noch nicht. Aber. Ja, war tot. Mann. Okay, warte. Okay, warte, ich warte, bis sich einer hinsetzt. Oh, die wants a cracker! Jetzt ist der ganz, ganz nah an mir vorbeigeflogen. Was sollte das denn? Komm schon. Komm schon. Mann, ey. 10 Fallen und lebt immer noch.
Sein Papagei als Endboss in einem Piratenspiel wäre witzig, ja. Schimpansen essen auch Paviane, das ist off-topic, ja, ich weiß. Dankeschön, Manuel. Habe ich ihn jetzt aus den Augen verloren? Na, da hinten ist einer noch. Da ist noch ein ganz bunter. Da sind das Möwen gerade. Da sind Möwen. Hier. Ach Scheiße, bin nervös geworden. Gibt es doch nicht, wenn die fliegen, sind die irgendwie unverwundbar. Na gut, jetzt treffe ich ihn doch nicht, aber der hat da schon einen Pfeil stecken. Mal töte ich die. Mann! Was ist denn los mit mir? Möwe. Eine Runde Möwe. Welchen Papageien? Jetzt. Er sieht schön aus. Vielleicht trifft man den doch, wenn... Okay, mal gucken. Vielleicht setzt er sich gleich hin. Voll angetäuscht. Struggle is real. Das gibt es doch nicht. Too much health. Yeah. I see. Auch eine effektivere Falle als so eine Bola. Oh. Jetzt hingesetzt. Nein, fliege doch nicht. Fliege nicht. Ah, so Level 17. Hältst ein bisschen was aus. Geduld wird strapaziert.
Warte, ich hab doch einen Speer dabei. Außer er sagt die ganze Zeit Hallo. Okay, jetzt die Bola. Jetzt müsste es klappen. Ach, fuck, guck. Ah! Das gibt es doch nicht. Jetzt ist er nämlich schon wieder zu stark. Also. Und jetzt habe ich ihn getötet. Das ist doch bescheuert. Diese Parrots. Papageien. Die wollen einfach nicht. Die wollen nicht gezähmt werden. Warum nicht? Warum nicht? Hä? Geht's denen so schlecht bei uns? Geht's denen so schlecht? Nein. Aber sie wollen einfach nicht. Was ist das da eigentlich? Das ist auf meinem Bildschirm. Komm, setz dich. Setz dich hin. Wow, jetzt die Bola. Wo bist du? Okay, Moment. Oh. Ah, put Hardrock in last item slot to feed. Ja. Ja, da war der Spoiler richtig. Okay, ich lasse dich frei. Moment, ich töte dich vorher. Ach, schade. Wir brauchen Mais. Wartet mal. Kann man nicht hier mit der Sichel irgendwie Sachen ernten? Gibt's hier nichts? Da sind jetzt Eier, die leuchten. Was machen die? Oh! Egg Incubation. Muss man damit was machen? Was muss man damit machen? Brauchen wir auf jeden Fall auch noch so einen Käfig für die Affen. Ich hab gedacht, sie hätte mir wehgetan. In den Kissen sind nun viele Farben. Was macht man dann damit? Blue Whale Coloring.
Heute ist der Tag des Ausprobierens. Funktioniert nicht. So. Wir widmen uns jetzt wieder Nessa. Ah, okay, sie hat hier die Farben gemacht. Wasser und so. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt hier ganz normal... Ah doch, ja, man kann hier auch ganz normal Fleisch machen. Okay. Ist das jetzt... Und das hier nicht, ne? Kann man das jetzt... Chili, Cooking Herbs, Salz, Mais. Wir brauchen Mais. Wir brauchen auf jeden Fall Mais. So, ihr Kleinen. Wie sieht denn, wie kann denn so ein Affenstall aussehen? Wie viele Eier hier einfach rumliegen. In Zone F und H sind Mais zu finden. Ja, dann kommen wir da ja. Den habe ich jetzt da hingerufen. I'm so sorry, Mia. Du stehst im Weg. Oh nein, Mia steht im Weg. Oh Gott, nein. Wie sieht's denn aus mit Hunger und so? Ja, nee. Ich bekomme halt keinen Hunger. Geh mal aus dem Weg. Geh doch mal. I'm not so sure. So, warte. Ein Bett. Fetch und Hide. Der ist auch viel zu voll eigentlich. Aber naja. Ich hoffe, wir kriegen noch mal einen Bären zu sehen.
Schweine hören sich schon ein bisschen süß an. Hallo, Zani. Ach, schaut mal, wir haben es doch, eine Stunde geschafft. Moment, steigere ich mich immer gerne in irgendwelche Sachen rein. So, was brauchen wir noch? Storage ist unten. Ah, jetzt haben wir keine Wood mehr. I said wood in the wood. Kann bestimmt dann auch das Schiff anmalen. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh. Danke. Ach, hier steht schon Bett. Ah. Manchmal. Steht mir hier zu so random rum. Also, da kommt man runter. Hier ein Bett. Too many structures on this platform. Das heißt, wollte ich jetzt beispielsweise okay. Hier wäre auch so ein... Ah, ich möchte hier Wände bauen. Ich möchte... Ah! Ich weiß, dass hier unten ein Hai ist. Ich habe Angst. Ah, schnell! Puh. Hallo, ihr Trocken. Das sieht ja cool aus. Richtig fancy. Mega cool. Ach genau. Da unten wollte ich gucken.
Das Boot kann man bestimmt wieder ins Dock bringen, aber das, das ist bestimmt nicht so einfach. Warte. Hier war es nicht, ne? Oder war das bei mir selber? Oder war es hier? Ist ja für außen dann wahrscheinlich, ne? Ich mach hier sowas ganz, ganz kurz. Nimm das mal mit. Probier mal was aus. Ja, was ist los? Das versuchen mal ein bisschen näher ranzubringen. Ich habe gerade gedacht, es wäre hier alles voller Wasser. Das geht nicht, leider. Versuch ein bisschen näher an. So, jetzt packen wir das hier mal hier hin. Ach komm schon. Ein bisschen näher. Ba da 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 da. Ja. So nah genug.
Ba-da-da-da. Aber einfach hier spricht jemand mit mir. Nee, das war nicht hier. Das war hier. Ling. Schade, dass es halt sowas nicht gibt, dass. Wood Gun Mount. Und ja, das ist das, was wir haben. Wir sollten mal was zu trinken. Ich guck gerade gar nicht. Wir haben auch Hunger. Beim Schunkeln wird mir schwindelig. Da ist schon wieder einer. Wir haben einen bekommen und wir haben keinen Zwieback. Man kann bestimmt auch die Schiffe anmalen. Gehe ich gleich mal aus. Ach, jetzt habe ich die da drin gelassen und nicht mitgenommen. Was wollte ich machen? Ach, ich möchte eigentlich hier. Warte, wir nehmen hier einen mit. Ach, Mist. Ich kann das nicht mitnehmen. Was ist denn da? Hallo Chaos. Dankeschön. Hallo Dirk. Okay, jetzt reicht's aber. Ein bisschen aus wie so ein Space Pirate. Oh,
sind hier keine mehr, die leuchten. Habe ich immer noch? Habe ich das immer noch? Vielleicht muss man das aufheben. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht muss man die in so ein Wärme-Dingsbums tun. Was ich mal ausprobieren möchte, ist, wir nehmen jetzt mal die Farbe. Farbe Rot. Und dann, oh, jetzt regnet es natürlich. Und dann, warte, wir haben noch irgendwie, Klima ist sehr gut. Hier, Paintbrush. Wood. Thatch. Noch mehr Thatch. So. Wenn wir das jetzt haben. Können wir dann zur Nessa gehen und die anmalen? Das ist so doof, ne? Oh, ihr seid süß. Region 1. Was denn Region 3? Ist jetzt von außen auch? Ja, ne? Ja. Okay. Was ist halt nicht so ordentlich gemacht. Vielleicht braucht man dafür dann
Da muss man mehrmals drüber streichen. Hier machen wir jetzt hier. Okay, und jetzt, wenn ich jetzt wieder... Go. Da keine Farbe mehr. Okay. Festgehangen. Das ist richtig cool. Okay, jetzt gleich wird es wieder knapp. Ah, okay. Hier ist noch eine in der Mitte. Das müssen wir noch machen. Und, oh, noch eine. Okay, warte mal. Okay, den Boden kann man auch machen. Das hier bestimmt auch. Wartet. Hallo War Daddy. Hey, Moment. Wir holen uns mal. Oh, guck mal.
Das wäre ein perfekter Papagei zum Zähmen. Aber wir haben ja kein Zwieback. Und auf jeden Fall noch mehr Farben. Was haben wir jetzt noch? Blau und schwarz. Oh. Wie macht man denn die Farben? Farben sind gerade in der Mache. Ah ja, geil. Geil, Omat. Guck mal, da fehlt mir nur Gunpowder, dann kann ich. Ach, eine Flare Gun kann ich nur machen. Okay. Geil, Omat. Farbkiste ist voll. Okay. Guck mal, wie das aussieht, wenn wir hier. Ich hätte das, glaube ich, gerne weiß. Tatsächlich. Anstatt schwarz. Wobei. Sieht's halt kaum, ne? Nee. Oh, guck mal, das können wir auch anmalen. Ein schwarzes Deck. Ich bin ein bisschen überfordert. Man kann ja halt einfach so viel machen. Ich habe mir noch gar nicht ausgedacht, wie mein Schiff aussehen könnte oder keine Ahnung was. Ich habe einfach gedacht, da gibt es so vorgefertigte Sachen und so. Und jetzt kann man hier wirklich die Farben alle komplett ändern. Man könnte ein Schachbrett draus machen, keine Ahnung. Ich kann mich nicht mehr steigern. Ich glaube, ich habe zu viele Sachen dabei. Ich muss mal ein paar Sachen ablegen. Oh. War schon ein bisschen weniger Holz. Oh doch. Also, ich werde schon müde. Das denkt ihr nur, dass ich nicht müde werde. Ist sie voll? Oh. Na gut, jetzt sind wir ein bisschen schneller. Gelb. Weiß. Weiß. Cyan oder Light Sea Green. Ich glaube, Cyan wäre cool. Orange. Grün. Wir probieren einfach mal ein paar Sachen aus. Ah, guck, man sieht schon, dass da Farbe drauf ist.
schon. Ach, guck mal, von außen sieht man auch das Schwarz, aber es ist für dich. Ich habe das Schwarz auf dem Boden, ist ganz cool. Aber schaut mal. Ja, okay. Ach, ich habe gar keine Farbe drauf. Oder dann sieht's halt nicht so benutzt aus. Aber wartet mal. Warte, ich verbrauch mal ganz kurz hier. Das heißt, man kann bestimmt auch sein Haus anmalen und so. Ja, wie man gerade gehört hat, wie Civiline einfach Wasser gesprungen ist. Hallo GMR. Gute Nacht, Speziali. Schlaf schön. Und bis zum nächsten Mal. Hoffentlich. Das fände ich witzig. Moment. Sieht halt einfach. Sieht man es von außen? Warum sind die Farben so schwach? Schlecht pigmentiert. Und das sieht schön aus. Aber wir haben nicht so viel davon. Wir haben am meisten davon. Ich weiß halt nicht, ob wir damit rumkommen. So, ich hoffe, wir kommen damit rum. Easy peasy. War es Chateau? Hm?
Ne, das hier war's, ne? Sea Green. Ach so, Moment mal. Hier. Und das ist noch gut. Oh. Oh nein. Ach, Mist. Ich habe hier zwei Regionen vergessen auszumalen. Oh nein. Oh nein. Was hier nicht? Okay. Keine Ahnung. Ja, genau, die hier habe ich aus vergessen. Mit der Farbe. Oh nö. Oh nö. Okay. Ah, gute Nacht, Rico. Schlaf schön. Das ist mein Pinselschlag. So möchte ich meine Wohnung auch mal streichen. Party, wusch, Wände blau. Vermieter kommt, wusch, Wände wieder weiß. gute Nacht, Manuel. Schlaf du auch schön. Oh, guck mal, wir können das hier auch noch anmalen. Aber ich möchte das gerne versetzen. Ich will das nicht so weit vorne haben, eigentlich. Ich will das eher hier haben. Hier. Und hier möchte ich immer noch eine Kabine haben. Und dann auch dabei so. Klar! Ja! So richtig motiviert. Oh, guck mal, man kann sogar den anmalen. Abgestürzt. Sturz, das ist bestimmt. Ein Update ist eingereiht. Oh nein. Das ist ein Zeichen. Ich glaube, ich muss den Server neu starten. Das war's mit der Motivation. Na guck mal, wir haben jetzt sogar schon fast 2 Stunden geschafft. Da lohnt sich der neue Stream ja doch.
Ich glaube, ich muss den neu starten. Ich glaube, wir kommen da nicht drauf. Partykeller mit Paintballgun gestrichen. Aber ich habe nicht so Geräusche gemacht. Kapau! Er startet neu. Der Server wird neu gestartet. Wieder da. What the heck? Ich möchte zumindest Beide sind voll mit Farben. Sehr gut. Ich möchte zumindest 9.33. Ja, das ist richtig. Ich möchte halt nicht da liegen, wo ich wahrscheinlich liege. Wahrscheinlich auf dem Schiff. Mal, ich starte den nochmal neu und starte jetzt dann gleich das Spiel nochmal neu. Alles neu. Warte mal. Ach, jetzt ist es 9.39. Jetzt haben die es nochmal. Ich glaube, das Update ist noch nicht auf den Servern drauf. Nee. Nope. Wir können da ja nicht mehr auf die Server drauf. Weil die so schnell nicht sind. Ich weiß noch, wie Ipa am Anfang von diesem Stream sagte, ich will nicht noch eine Stunde spielen. Ja, ich weiß. Ich habe mich da wieder was reingesteigert. Es ist im Moment so, dass ich total sensibel auf viele Sachen reagiere. Und vor allen Dingen, weil im Moment einfach nichts funktioniert. Also es ist wirklich verflucht alles und ich bin immer noch krank und keine Ahnung und kann so eine Kleinigkeit kommen, die dann so erst was zum Überlaufen so bringt oder so fast, und dann denke ich mir so, wofür? Ja, der Starten dieses Jahr war nicht so toll, aber
Naja. Okay, also ich komme heute nicht mehr auf den Server drauf, deswegen müssen wir den Stream jetzt leider beenden. Aber es ist ja auch schon 12:15. Upsi. Genau. Ich werde den Server morgen früh nochmal neu starten. Ich denke mal, der wird sich sowieso updaten, sobald das Update kommt. Ja, so schnell ist das Update halt auch nicht da. Deswegen, ja, tut's mir leid an alle, die jetzt gerade drauf waren und jetzt irgendwo sind. Genau, ich muss mich dann auch nochmal irgendwie in Sicherheit bringen. Ja. Du musst das Ipanemische Viertel immer berechnen. Aus einer Stunde wird dann 4. Nein, ich lasse mich nicht unterkriegen. Das ist im Moment nur so viel. So, aber morgen spielen wir dann endlich mal wieder Fallout. Genau. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Am Freitag gibt es dann wieder Red Dead Online mit Stormdotter. Und am Wochenende... Es gibt richtig viel, was wir eigentlich spielen können. Deswegen lassen wir uns überraschen. Oh nein, Eddie. Immer musst du arbeiten. Verdienst du hier nicht genug? Luft und Liebe reicht doch. So, jetzt muss ich nicht mehr so schreien, weil die Musik so laut ist. Dankeschön fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank. Und ja, aber wir werden gezwungen, Micha. Wir werden gezwungen. Habt einen wundervollen Abend. Schlaft schön. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns morgen wieder. Und Dankeschön für eure Unterstützung, für eure lieben Worte, die ihr mir immer da lasst. Und generell, dass ihr da seid. Dass ihr Däumchen da gelassen habt. Und Dankeschön an die Moderatoren fürs Moderieren. Und oh, hallo Metos. Ich bin morgen Aquaman gucken. Ein Kollege hat den noch nicht gesehen. Oh, Aquaman. Ich fand Aquaman richtig gut. Ich habe den an Weihnachten gesehen. Außer, dass die Kleidung von Aquaman einfach total doof aussieht. Aber sonst fand ich ihn wirklich gut. Ja, der Daumen. Ja, also, ne? Oh, dann freu dich drauf, Metos. Ich hab doch hier alle eure Seelen und eure Däumchen sind immer unter den Videos. So, jetzt aber. Schlaft schön und wir sehen uns dann morgen wieder. Gute Nacht. Tschüss.